Onkel zum Beispiel hat eine Tasche von 625 Euro gewonnen. In der Millennium City stehen die Menschen seit Tagen Schlange und hoffen auf einen Glücksgriff. Hier können verloren gegangene Pakete günstig gekauft werden. Goldbarren, iPhones oder Rolex-Uhren. Was finden die Leute in den Paketen? Wie lange stehen denn Sie schon in der Schlange hier? Circa 15 Minuten. Ja, Viertelstunde. Minuten vielleicht. Halbe Stunde. Ja. Eine Stunde. 40 Minuten jetzt. Ich glaube, eine Stunde. Ich stehe hier seit einer Stunde. Was würden Sie denn gerne hier bekommen? Überraschung. Zeitvertreib. Mein Glück herausfordern, mehr oder weniger. Schau einmal. Vielleicht wenigstens ein gutes, was das sich auszahlt auch. Also Überraschung. Hier hoffen wir nichts. Ich lass mich überraschen. Ich lass mich voll überraschen. Mein Onkel zum Beispiel hat eine Tasche von 625 Euro gewonnen. 625 Euro? Ja, wir haben im Internet gesehen. Das hat der Onkel hier gewonnen. Bekommen. Ja, hier. Wow. Wissen Sie, wie viel er da zahlt hat für das Paket? Ja, ich glaube so 50. Für alles insgesamt. Er hat 8-9 Pakete genommen. 160, 170 Euro. Was wäre denn cool, was drin wäre? PlayStation 5. Aber ich glaube, das wird es nicht geben. Ein Videorekorder. Elektronikgerät oder so? Der Handy oder ein Laptop. Ein Rolex. Und wir haben uns hier jetzt kennengelernt. Ach so, ja. Sie kennen sich gar nicht. Nein. Also ist es auch ein Ort, um Freundschaften zu knüpfen. Genau, das ist schön, oder? Der Plan ist so, mein Onkel, meine Tante und mein Freund und ich, wir kaufen jetzt einfach viel ein und dann tauschen wir einfach so herum, wem was passt. Wir sind live dabei beim Unboxing der Mystery-Pakete. Was sich wohl darin befindet? Ich habe mein Weihnachtsoutfit. Juhu! Ja, der gehört zu den gekriegten Birschen. Aber das ist eine gute. Wirklich? Hairstyling kommt. Ja, für die Rückenhaare dann, ja? Ich glaube, das ist ein Ventilator für einen PC. Eine Tastatur. Melanie! Disney! Ein Disney-Pulli! Das ist der Autoschlüssel. Schwierig. Zusatzscheinwerfer fürs Fahrrad wahrscheinlich, gell? Ein Hairclipper. Aber ein toller, schaut euch das an. Der ist nämlich, glaube ich, wirklich toll. Der ist aber schön. Der ist schön, ja? Magst du den haben? Wir tauschen Haarbürste gegen Hairclipper. Zwei Kissen. Kissenbezüge. Schau! Und der Vorpass passt gut dazu, oder? Ja, super, Harry. Schaut gut aus. Boah, der hat jetzt die Rolex. Eine Uhr. Habe ich die auch. Welche Marke ist das? Pagani Design. Kenn ich nicht. Keine Ahnung, noch nie gehört. Eine Trinkflasche. Aber schau, wie schön. Ja? Das ist, glaube ich, auch was Tolles. E-Pod. Das ist ein, genau. Die Gold ist die Sorg. Eine goldene Thermosflasche, oder? Aber kleinere. Eine kleine, die schauen schon gut aus. Aber die schauen die schon cool aus. Wie viele Trinkflaschen sind sie jetzt insgesamt schon? Ja. Stimmt, wie viele? Vier Thermoskannen schon. Mit der vier Thermoskannen, ja. Das ist alles nur keine Lichterkette. Nein. Ich wollte eine Lichterkette. Eine Fußmatte oder sowas. Alles fest. Ist das ein Werkzeugkoffer? Ja, wir hatten die Hoffnung, aber schauen wir, was wirklich. Das ist interessant. Endlich unsere Motorsäge. Eine Mini-Motorsäge. Ja, wir wollten tatsächlich in einen investieren. Aber wenn wir jetzt die Riesen-Motorsäge, das ist ja super. Haben wir jetzt fertig ausgepackt? Ja. Und wie ist das Fazit jetzt? Zufrieden? Ja. Wenn jetzt wer kommt und was kauft, dann sind wir noch zufrieden. Ja. Nein, das ist... Ja. Na, war lustig und das macht man einmal und dann nie wieder. Also von dem her. Was ist das? Föhn, glaube ich. Ja, Hairdryer. Ja. Okay. Ist ein Föhn. Cool. Noch eine Flasche. Was ist das? Kopfhörer. Kopfhörer? Super. Ah, ein Rasiertrimmer. Okay. Das ist ein Schaf. Was ist das? Eine Tür. Ein Türschloss.